Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich grüße Sie heute zur letzten Vorlesung in diesem Jahr und hoffe, dass Sie Spaß haben werden. Wir werden heute einen neuen Roman, einen neuen Abenteuer- und Liebesroman kennenlernen, nämlich Konrads, Flecks, Flore und Blancheflor. Ich bitte Sie wie immer zuallererst auf OLAT zu gehen und die zugehörige PowerPoint-Präsentation zu öffnen, damit Sie der Vorlesung entsprechend folgen können. Ja, Konrad Fleck, Flore und Blancheflor. Bitte blättern Sie um. In zahlreichen europäischen Sprachen ist die Liebe zwischen Flore und Blancheflor im Mittelalter Gegenstand von Erzählungen. Sie hat sich in den Nationalliteraturen Frankreichs, Deutschlands, Englands, Spaniens, Italiens, Tschechiens, Griechenlands, in den Niederlanden und den skandinavischen Ländern und noch weiteren verbreitet. Wir haben es also mit einem europäischen Erzählstoff zu tun. In Frankreich aber liegt der Ursprung des europäischen Siegeszugs dieses Liebes- und Abenteuerromans. Der Prototyp des Floris-Romans dürfte um die Mitte des 12. Jahrhunderts oder etwas später, also um 1150, 1160, im Südwesten des altfranzösischen Sprachgebiets entstanden sein. Der Autor ist unbekannt. Von hier verbreitet sich der Stoff dann in zwei verschiedenen Linien über Europa. Und das dürfte jetzt hoffentlich ein Déjà-vu mit dem Tristan-Roman auslösen. Der Flore-Stoff nämlich verbreitet sich in einer Version aristokratique und einer Version populaire, beziehungsweise commune. Die Version populaire ist jüngeren Datums und wurde vielleicht noch vor dem Ende des 12. Jahrhunderts verfasst. Also zuerst gab es die Version aristokratique. Der Flore-Roman wird in der Version populaire um ritterliche Kampfszenen sowie Mutproben erweitert und ist in einem einfacheren Erzählstil gehalten, auch das ganz parallel zum Tristram. Diese zweite Version wurde vor allem dann in Südeuropa populär. Blättern Sie bitte um. Zu der Version Aristokratik gruppieren sich folgende europäische Dichtungen. Ja, die sehen Sie hier. Ich brauche sie Ihnen nicht alle im Einzelnen vorzulesen. Es geht in die Niederlande, nach England, Norwegen, Schweden, ins Deutsche hinein mit Floß und de Blanke Floß, Dänisch ins Niederländische und auch im 17. Jahrhundert ins Jiddische. Blättern Sie bitte um. Die Version populär bestimmen seit dem 14. Jahrhundert weitaus stärker die Entwicklung der europäischen Flore-Literatur. Und auch hier sehen Sie, ich habe gesagt, diese Version spielt vor allen Dingen dann in Südeuropa eine große Rolle, in Italien, Griechenland, Spanien, aber auch in England, sehr spät im 16. Jahrhundert. In Deutschland die Dichtung von Hans Sachs, Florio, des Königssohn aus Hispania, aber auch in Tschechien gibt es eine entsprechende Version populär des Romans. Dieser nicht einmal ganz vollständige Überblick über die Geschichte der europäischen Flore-Dichtungen sei an dieser Stelle abgebrochen. Er sollte Ihnen nur zeigen, wie populär die Verbreitung dieses Stoffes über Jahrhunderte einerseits und über den ganzen europäischen Sprachraum andererseits gewesen ist. Damit komme ich zu meinem nächsten Abschnitt. Blättern Sie bitte um. In Deutschland entstehen bis 1250 unabhängig voneinander drei deutsche Adaptationen, also Übersetzungen bzw. Retextualisierungen des französischen Ursprungstextes. Alle drei gehören der Version Aristokratik an. Da ist erstens der sogenannte Trierer Fleuris um 1170, so genannt nach seinem Fundort, einem Kartäuserkloster in Trier, wo dieser Text entdeckt wurde in der Moderne. Von diesem frühen Rezeptionszeugnis sind leider nur zwei Doppelblätter noch erhalten. Sie wurden in die Buchdeckel zweier Frühdrucke geklebt, um den Bucheinband der Drucke zu verstärken.
Also diese Doppelblätter, diese Pergamentdoppelblätter, die den Trierer Fleuris überliefern, sind ganz stark zerschnitten und abgenutzt. Das ist leider nicht so unüblich, dass man Pergamente aus früheren Jahrhunderten in späteren Zeiten als Hilfsmaterialien für pragmatische Zwecke benutzt hat. Unsere wunderbaren Texte aus dem 12. und 13. Jahrhundert galten 300 oder 400 Jahre später bei vielen Menschen als altes, wertloses Zeug, dessen Inhalte weder interessierten noch oft auch nur richtig verstanden werden konnten. Ja, wir haben ja eine andere Deutschstufe. Die Texte sind in Mittelhochdeutsch verfasst. Und 300 Jahre später sprach man in Deutschland eben frühes Neuhochdeutsch. Und die alte Sprache war nicht so einfach zugänglich und verständlich. Man hat diese für uns heute so herausragenden kulturellen Zeugnisse dann in diesem Fall als Arbeitsmaterialien verbraucht, um zum Beispiel Orgelpfeifen abzudichten, Buchdeckel zu verstärken, wie in unserem Fall und so weiter und so fort. Vom Trierer Fleuris, den dieses Schicksal widerfahren ist, sind nur noch 368 zum Teil arg verstümmelte Verse erhalten. Das entspricht etwas mehr als 10 Seiten einer Reclam-Taschenbuchausgabe. Die erhaltenen Textteile sind dann auch noch durch Abnutzung, Wurmfraß und Wasserflecken zum Teil ausgesprochen unleserlich. Zweitens gibt es in Deutschland bis 1250 noch den ripuarischen Flors in de Blanse Flors aus dem 13. Jahrhundert. Ripuarisch ist der Dialekt, den man im Kölner Raum spricht. Auch dieser Text ist nur stark fragmentarisch überliefert. Wir haben nicht mehr als ein paar Pergamentstreifen, die den Text bezeugen. Und drittens, und das soll eben der Text sein, um den wir uns in dieser Sitzung jetzt drehen werden, Konrad Flecks Flore und Blancheflor, der nicht nur Gegenstand der heutigen, sondern auch der nächsten Vorlesungssitzung im nächsten Jahr sein wird. Die vielleicht ambitionierteste Stoffbearbeitung stellt wohl dieser Roman dar, und zwar von allen europäischen Varianten. Blättern Sie bitte um. Was wissen wir über den Autor Konrad Fleck? Leider nennt der Autor seinen Namen im Text nicht und begründet dies damit, dass er sich nicht irgendeiner Ruhmsucht bezichtigen lassen möchte. Ja, Sie sehen jetzt den folgenden Textausschnitt. Lassen Sie sich nicht irritieren, dass Konrad in der dritten Person von sich spricht, also er. Dies ist eine Literatur der Zeit nicht untypisch. Es ist so eine stilistische Bescheidenheit, wenn Sie wollen, nicht ich zu sagen, sondern möglichst unpersönlich von sich selbst als Autor zu reden. Und Sie wissen auch, wenn man überhaupt seinen Namen irgendwie mit dem Text verklammert wissen wollte, musste man seinen Autornamen in die Dichtung selbst hineinschreiben, weil es keine Paratexte gibt, die zum Beispiel auf der Umschlagseite den Autornamen ausgestellt hätten, wie das heute bei Büchern üblich ist. Da finden Sie im Buchcover eben den Autornamen. Sowas gibt es im Mittelalter nicht. So, und jetzt kommt die Stelle, wo er seinen Namen eben verschweigt und bewusst verschweigt, der Konrad Fleck. Da heißt es: Er säte gerne seinen Namen durch das, ob er sich nannte, dass man ihn erkannte, zerliebe und zergurte. Du ward ihm des zumute, es wäre besser geswiegen, durch das ihn falsche Lüte icht zingen, dass erst durch Ruam täte, ob er sich genennet hätte. Er hätte gerne seinen Namen genannt, damit man ihn mit Freude und mit Wohlwollen als Verfasser des Romans erkannt hätte. Doch kam es ihm in den Sinn, dass er es besser verschweigen sollte, damit nicht falsche Leute ihn bezichtigen könnten, dass er sich nur wegen des Ruhms genannt hätte. Es ist einem Autorkollegen zu verdanken, dass dem mittelhochdeutschen Flore der Autorname Konrad Fleck überhaupt zugewiesen werden kann. Blättern Sie bitte um. Nämlich Rudolf von Ems, der von etwa 1220 bis 1255 gedichtet hat und als ein ausgesprochen produktiver und hochklassiger Dichter angesehen werden kann. Sie sehen ihn hier in einem Autorbild.
eine Diktierszene, die hier ins Bild gesetzt wurde. Das ist eine Möglichkeit, einen Autor ins Bild zu setzen im Mittelalter, nämlich indem er seinen Text einem Schreiber diktiert. Sie sehen, hinter dem Schreiber sitzt der Autor, er hat ein Spruchband oder ein Pergamentstreifen in der Hand und diktiert von diesem Pergamentstreifen aus eben seinen Text, den der Schreiber dann aufzeichnet. Sie sehen, der Schreiber hat einerseits eine Feder in der Hand und ein Rasiermesser, also etwas, das unserem heutigen Radiergummi entspricht. Mit diesem Messer konnte man bei Fehlschreibungen Korrekturen anbringen, indem man das Pergament abgekratzt hat. Ja, dieser Rudolf von Ems berichtet gleich in zweien seiner Texte, dass es sich beim Autor des mittelhochdeutschen Flore-Romans um Konrad Fleck handele. In seinem Liebes- und Abenteuerroman Wilhelm von Orleans, den wir auch noch in dieser Vorlesung behandeln werden, versichert Konrad seiner Dialogpartnerin Frau Aventüre, also der Personifikation des Abenteuers, im Grunde also seiner eigenen von ihm erzählten Geschichte, blättern Sie bitte um. Ihr wärend auch Bass vollkommen, hätte sich Üwe angenommen, Herr Fleck, der Gurte Kornrat, do er floren getat und Blanche Flurs berichte. Ihr wärt vollkommener geworden, wenn sich der edle Herr Konrad Fleck eurer angenommen hätte, wie er es in der Erzählung von Flore und Blanche Flur getan hat. Und im Alexander, einer Biografie Alexanders des Großen, schreibt Rudolf von Ems, blättern Sie bitte um, ein Zwie der Kunst gestoßen hat, Herr Fleck, der Gurte Kornrat. Das ist auch Lobbebeere, do er beschiert die Meere, wie Floren und Blanche Flur, was Syrse und Undervielen Sur, ihr lieblich Gesellschaft. Einen Zweig der Kunst hat der edle Herr Konrad Fleck gebildet. Das ist rühmenswert, als er die Geschichte erzählt hat, wie süß und bisweilen sauer Flore und Blanche Flur ihr Liebesverhältnis aufgestoßen ist. Nun, es gibt keinen Grund, an Rudolfs Namensnennung zu zweifeln. Auch an anderen Stellen weist er Romane in richtiger Weise ihren Autoren zu. Blättern Sie bitte um. Konrad Fleck bleibt allerdings ein bloßer Name. Angaben oder Quellenbelege einer historischen Person dieses Namens fehlen. Informationen zur Person sind somit nur indirekt zu erschließen. Von Französischkenntnissen ist wegen der französischen Vorlage auszugehen. Kenntnis des Lateinischen verraten lateinisch korrekt flektierte Namensformen. Die kunstvolle Gestaltung des Romans lässt zudem auf rhetorische Kenntnisse und damit sicher auf eine lateinische Bildung des Autors schließen. Wann Konrad seinen Flore-Roman gedichtet hat, ist in der neueren Forschung umstritten. Allgemein verbreitet ist heute die Datierung um 1220, und das heißt 10 Jahre nach Gottfrieds Tristan. Für diese Datierung um 1220 gibt es aber keine wirklichen Indizien. Es ist eine reine Schätzung. Allerdings kennt Konrad Hartmann von Aue, der zwischen 1180 und 1200 gedichtet hat. Da Konrad Fleck wiederum bei Rudolf von Ems erwähnt wird, dessen Alexander wohl in den 1230er Jahren entstanden ist, muss der Flore-Roman etwa zwischen 1190 und 1230 entstanden sein. Christine Puzzo hat in ihrer Neuausgabe des Flore-Romans im Jahre 2015 eine Datierung um 1200 plausibel zu machen versucht. Das wäre 10 Jahre vor Gottfrieds Tristan, den man dann nicht ohne weiteres mehr als Prototyp des Liebes- und Abenteuerromans bezeichnen könnte, wie ich es hier in meiner kleinen Vorlesungsreihe getan habe. Blättern Sie bitte um. Also Sie sehen, das ist doch eine Frage von erheblicher Bedeutung. Ist Konrad Fleck der erste Autor eines Liebes- und Abenteuerromans in deutscher Sprache oder, wie ich es hier Ihnen bisher dargelegt habe, Gottfried von Straßburg? Seit Beginn der Flore-Forschung im 19. Jahrhundert ist immer wieder auf den Einfluss Gottfrieds
auf Konrad Fleck hingewiesen worden. Dies liegt einerseits am gemeinsamen Thema Liebe und andererseits an vermeintliche stilistische Anklänge. Beim Thema Liebe gibt es in der Tat auffällige Korrespondenzen. Beide Romane erzählen von einer unerlaubten, doch schicksalhaft mächtigen und durch äußere Widrigkeiten sowie gesellschaftlichen Anforderungen erschwerte Liebe. Dabei setzen beide Autoren ähnliche ideologische Akzente, auch wenn es markante Unterschiede in der Gestaltung des Liebesthemas gibt. Besonders die Prologe der beiden Romane entwickeln eine vergleichbare Programmatik. Beide betonen, dass die heterosexuelle Liebe zweier Menschen eine Mischung aus Glück und Schmerz sei. Beide heben hervor, dass wahrhaft Liebende auch in Leid und Entbehrung nicht von ihrem Ziel abzubringen seien. Für beide ist schließlich die Bewährung in der Liebe der Weg zur moralischen und ethischen Vollkommenheit. Diese ideologische Nähe beider Romane muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Flore-Roman von Tristan Gottfrieds abhängig ist. Und vielleicht auch nicht umgekehrt, wenn man mit Christine Puzzo eine Frühdatierung des Flore-Romans um 1200 annehmen möchte, dass Gottfried sich an Konrad orientiere. Möglicherweise liegt die spezifische Liebeskonzeption bei den stofflich vorgegebenen Handlungen beider Romane unabhängig voneinander nahe. Ja, schließlich gibt es auch markante Unterschiede zwischen den beiden Romanen, und zwar die sexuelle Färbung der Tristan-Liebe, die Ehebruchs- und Listmotivik, die unglückliche Entwicklung der Tristan-Liebe, also all diese drei Komponenten, Sexualität, Listmotivik, Ehebruch und das Unglück am Ende fehlt dem Flore-Roman völlig. Aber diese Unterschiede sind nun in der Tat stoffbedingt. Die Geschichte von Flore und Blanche Flore nimmt in allen europäischen Erzählungen ein positives Ende und die Protagonisten zeichnen sich durchgehend durch ihre Aufrichtigkeit aus. Es bleibt also unklar, ob Konrad Fleck von Gottfried von Straßburg beeinflusst wurde oder nicht. Eine Entstehung des Flore-Romans um 1200 ist genauso denkbar wie eine um 1220. Dennoch möchte ich den Gottfriedschen Text weiterhin als Prototyp des Liebes- und Abenteuerromans betrachtet wissen, da sein Einfluss über alle Maßen auf die deutsche Literatur des Mittelalters groß ist. Blättern Sie bitte um. Konrad Flecks Flore und Blanche Flore ist in zwei Handschriften und zwei Fragmenten erhalten. Die zwei maßgeblichen Handschriften, die den Text nahezu vollständig überliefern, stammen erst aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Die eine dieser beiden Handschriften sehen Sie rechts. Und zwar ist das der Beginn der Dichtung. Links unten sehen Sie die Angabe, wo die Handschrift heutzutage liegt, nämlich in Berlin, genauer gesagt in der Staatsbibliothek in Berlin. Und dort ist es das deutschsprachige Manuskript, also die deutschsprachige Handschrift 18. Und diesen Auszug, den Sie sehen, ist Folio 7R. Das ist die Angabe, wo Sie in dieser Handschrift genau diese Seite finden. Anders als bei normalen Druckwerken werden mittelalterliche Handschriften nicht die Seiten gezählt, sondern da werden Blätter gezählt. Ja? Das heißt, das erste Blatt hat eine Vorder- und eine Rückseite, die Seiten 1 und 2, das ist ein Blatt. Und das drückt man im Sprachgebrauch, im Wissenschaftlichen eben auf, die Vorderseite recto, ja, und die Rückseite verso. Deswegen schreibt man ein kleines R oder ein kleines V. Also der vorliegende Auszug ist Blatt 7 dieser Berliner Handschrift und zwar die Vorderseite, recto, lateinisch. Ein großer Erfolg scheint der Roman im deutschen Sprachraum nicht gewesen zu sein, wenn man die geringen Überlieferungszahlen als Indikator nehmen möchte.
Wenn Sie einmal umblättern, hier habe ich Ihnen auch noch ein Fragment mitgebracht, von dem drei Doppelblätter nur überliefert sind, nämlich das sogenannte Frauenfelder Fragment. Sie sehen, rechts ist das Pergament auch beschädigt. Ja, ansonsten bietet es einen sehr gut leserlichen Text. Gut, blättern Sie bitte um. Wir kommen zum Inhalt. Was wird eigentlich im Flore-Roman erzählt, damit Sie den jetzt auch mal kennenlernen? Das Ganze beginnt mit einem Prolog und, das ist für Sie neu und auch in der deutschen Literaturgeschichte neu, einer Rahmenerzählung. Nach einem ausführlichen Prolog setzt eine Rahmenhandlung ein, in die die Geschichte von Flore und Blancheflor als Binnenerzählung eingebettet ist. An einem Frühlingstag versammelt sich eine höfische Gesellschaft in einem wunderschönen Baumgarten. Der Jahreszeit gemäß redet diese Gesellschaft von Glücksgefühlen erfüllt über Liebe. Die Tochter des Königs von Karthago erzählt schließlich eine Liebesgeschichte über zwei Menschen, deren Leben, blättern Sie um, was von Minnen kumberlich, die Sieder wurden freudenriech, von der Minnen das Kamm, die in Dicke was so gramm, dicke Süße, dicke Sur. Also zwei Menschen, deren Leben durch die Liebe betrübt war und die später große Freude empfangen. Das verursachte die Liebe, die ihnen oft Unrecht tat, oftmals süß zu ihnen war, oftmals auch bitter. Das waren Flore und Blancheflor. Diese Geschichte, nicht von Flore und Blancheflor, sondern dieser höfischen Gesellschaft in Karthago, in deren Rahmen dann die Prinzessin von Karthago diese Geschichte erzählt, das ist die Rahmengeschichte und Flore und Blancheflor ist die Binnengeschichte des Romans. Diese Binnengeschichte wird aber niemals explizit geschlossen. Eine Rückkehr zur Rahmenhandlung im Baumgarten gibt es im Roman nicht mehr. Deswegen ist dieser Rahmen ein unvollkommener Rahmen, wenn Sie so wollen, oder ein nicht geschlossener Rahmen. Blättern Sie bitte um. Auch die Erzählung der karthagischen Prinzessin eröffnet erst einmal ein Prolog, der denjenigen Mut zuspricht, die um der Liebe willen Schmerz erleiden. Also wir haben zwei Prologe. Ein Prolog, der vor der Rahmenhandlung liegt, und dann nochmal einen Prolog vor der Geschichte von Flore und Blancheflor. Oft habe der, der Leid hinnehme, am Ende Erfolg, heißt es da. Als Beispiel für ein Liebespaar, das erst Leid erfahren habe und dann vom Glück belohnt worden sei, werden Flore und Blancheflor von der Prinzessin benannt. Ihre gemeinsame Tochter, Berchta mit dem Fuß, komischer Name, Berchta mit dem Fuß, habe mit dem fränkischen König Pippin den späteren Kaiser Karl gezeugt, den Herrscher des Römischen Reiches. Flore sei ein Muslim gewesen und habe sich aus Liebe zu Blancheflor, einer Christin, taufen lassen. Er habe weite Teile Europas unter seiner Herrschaft gehabt. Und dann folgt die Haupthandlung nach diesem zweiten Prolog. Blättern Sie bitte um. Zweitens die Vorgeschichte. Phönix, König des muslimischen Spanien, fällt mit seinen Truppen in ein christliches Gebiet ein. Eine vorbeiziehende christliche Pilgergruppe wird auf Weisung des Königs überfallen, ihre Mitglieder ermordet. Unter den Toten ist auch ein französischer Graf, der seine verwitwete, schwangere Tochter auf dem Jakobsweg begleitet hat. Die Tochter wird als Beute vor den spanischen König geführt. Dieser erkennt in der jungen Frau eine Adlige und beschließt, sie seiner Frau als Geschenk mitzubringen. Die Königin empfängt die christliche Sklavin freundlich. Die Gefangene kann sich zwar mit niemandem verständigen und lebt in großer Sorge, doch gestattet man ihr, nach dem christlichen Glauben zu leben. Die Königin findet Gefallen am Klang der französischen Sprache und bittet die Sklavin, sie ihr beizubringen. Dabei bemerkt sie die Schwangerschaft. Auch die Königin ist schwanger
und erwartet ein Kind. Am Palmsonntag, der Sonntag vor Ostern, gebiert die Gefangene ein Mädchen, Blanche Flor, die Königin aber einen Jungen, Flore. Blättern Sie bitte um. Gemeinsame Kindheit und Beginn der Liebe. Die Kinder Flore und Blanche Flor sind sich schon in der Wiege innig zugetan und lieben sich, ohne zu begreifen, was die Liebe ist. Nach Vollendung des 5. Lebensjahrs beginnt auf Befehl des Königs die Schulausbildung seines Sohns. Unter Tränen bittet Flore seinen Vater, Blanche Flor gemeinsam mit ihm unterrichten zu lassen, damit er nicht von ihr getrennt werde. Der König willigt ein und engagiert einen Lehrer für beide. Die Kinder gehen Hand in Hand zum Unterricht. Sie lernen gemeinsam gut, werden aber unglücklich, sobald sie einander nicht sehen. Ihre Blicke und Küsse zeugen davon, dass sie sich lieben. Gemeinsam lesen sie in der Schule Bücher über die Liebe und verstehen erstmals ihr Wesen. Täglich küssen sie sich auf dem Weg zur Schule. Dort schreiben sie dann auf ihren Wachstafeln mit goldenen Griffeln über nichts anderes als erblühende Blumen, singende Vögel und die Liebe. In ihrer Sorglosigkeit verbergen sie ihre Liebe nicht, die schließlich bemerkt wird. Blättern Sie bitte um. Die Trennung. Als der König von ihrer Liebe erfährt, wird er zornig. Er fürchtet, dass sein Sohn sein Ansehen verlieren und wegen Blanche Flor nie eine standesgemäße Ehe mit einer muslimischen Ehefrau eingehen könnte. Daher beschließt er, Blanche Flor zu töten. Die Königin aber rät ab. Ein solcher Mord würde ihrem Ansehen schaden. Sie schlägt stattdessen vor, Flore unter dem Vorwand, dass er seine Schulausbildung fortsetzen solle, zu ihrer Schwester Sibylle in eine andere Stadt zu schicken. Sibylle solle ihn durch die Gesellschaft anderer Mädchen von Blanche Flor ablenken. Blanche Flors Mutter solle unter Androhung des Todes gezwungen werden, sich krank zu stellen, sodass ihre Tochter zu ihrer Pflege am spanischen Hof bleiben müsse und Flore nicht begleiten könne. Den Kindern solle versprochen werden, dass Blanche Flor Flore nach 10 Tagen nachreisen dürfe, sobald die Mutter gesundet sei. Nachdem der König diesen Entschluss mitgeteilt hat, bricht Flore in Tränen aus und bittet vergebens darum, dass Blanche Flor mitreisen dürfe. Blättern Sie bitte um. Flore läuft zu Blanche Flor und verspricht ihr bei Gott, dass er nach Ablauf der 10 Tage nicht einen Tag länger warten werde. Sie sehen hier, wie er oben auf den Burgzinnen mit seiner Blanche Flor spricht. Sollte sie dann nicht eintreffen, werde er ausziehen, um sie zu suchen. Blanche Flor ist untröstlich und will sich mit ihren Griffeln erstechen, was Flore verhindert. Er tut kund, dass er befürchtet, dass sein Vater sie trennen wolle. Seine Liebe zu ihr sei aber nicht zu brechen. Niemals werde er sie für eine andere Frau aufgeben. Als Liebeszeichen tauschen sie ihre Griffel aus. Blättern Sie bitte um. Schließlich muss Flora aufbrechen und gelangt an den Hof seiner Tante. Dieses Bild sehen Sie jetzt. Diese Tante lässt 60 schöne Mädchen gemeinsam mit ihm zur Schule gehen, die sich alle um ihn bemühen. Nichts aber kann ihn in seiner Sehnsucht nach Blanche Flor trösten. Als seine Freundin nach 10 Tagen nicht am Hof der Tante eintrifft, schläft, trinkt und isst Flore nicht mehr. Als sein Vater am spanischen Hof durch einen Boten davon erfährt, wird er zornig. Er glaubt, Blanche Flor müsse Flore mit Zauberkunst an sich gebunden haben. Er kündigt erneut an, Blanche Flor ermorden zu wollen. Blanche Flor ist unschuldig, sie beherrscht keine Zauberkünste und leidet die ganze Zeit genauso wie ihr Freund. Blättern Sie bitte um. Verkauf und Scheintod Blanche Flors. Wieder rät die Königin zu einer List und vom Mord wegen ihres Rufes ab. Stattdessen unterbreitet sie einen anderen Vorschlag. Blanche Flor solle an babylonische Händler verkauft werden. Dies geschieht. Sie erhalten eine große Kaufsumme für das Mädchen und einen kostbaren Kelch.
Ein langer Exkurs beschreibt den Kelch und erzählt seine Geschichte. Er stamme aus dem Besitz König Cäsars in Rom. Ein Dieb habe ihn gestohlen und ihn den babylonischen Händlern verkauft. Den Kelch habe der Schmiedegott Vulkan in der Antike hergestellt. Er sei mit kunstvollen Bildern geschmückt. Zu sehen sei, wie drei Göttinnen, Juno, Pallas und Venus, den trojanischen Königssohn Paris auffordern, der schönsten unter ihnen einen Apfel zu geben. Juno versucht ihn mit Reichtümern, Pallas mit Klugheit zu bestechen. Wegen seiner Liebe zur Helena, der Schönen, gibt Paris den Apfel aber der Liebesgöttin Venus, von der er sich Hilfe verspricht. Ferner sei zu sehen, wie Paris Helena raubt mit der Hilfe von Venus und wie daraufhin das griechische Heer auszieht. In vielen Details seien dann der Kampf um Troja, der Untergang der Stadt und die Rückkehr des griechischen Heeres abgebildet. Die Bilder seien so wirklichkeitsgetreu, dass man glauben könne, die Geschichte spiele sich wirklich vor den Augen ab. Also eine Art Kino auf dem Kelch. Die babylonischen Händler reisen ab und verkaufen Blanche Flor an einen Herrscher, der Amiral genannt wird. Dieser Amiral erkennt, dass sie von adliger Herkunft sein muss und eine passende Ehefrau für ihn ist. Eine schönere Frau habe er nie gesehen. Der Amiral lässt Blanche Flor in einen Turm sperren, wo 20 Frauen ihr zu Diensten sind. Er bemerkt, dass sie wegen eines anderen Mannes traurig ist und räumt ihr ein Jahr Zeit in dem sie diesen Mann vergessen und sich ihm zuwenden soll. Am spanischen Hof schlägt indessen derweil die Königin ihrem Mann einen Plan vor, der verhindern soll, dass Flore die Wahrheit über Blanche Flors Schicksal erfährt. Bei seiner Rückkehr solle man ihm weismachen, dass Blanche Flor bereits vor Wochen gestorben und begraben worden sei. Der König ist einverstanden und lässt ein kunstvolles Grab erschaffen. Ein langer Exkurs beschreibt das Grab. Der Grabstein ist mit allen Tieren verziert, die jemals auf Erden gelebt haben, und diese sind so lebensecht gestaltet, dass man schwören würde, sie seien lebendig. Ein zweiter hellleuchtender Stein steht auf diesem Grabstein. Darauf stehen Nachbildungen Flores und Blanche Flors, die sich gegenseitig eine Rose bzw. eine Lilie überreichen. Beide tragen eine Krone. Durch Zauber wird Wind in diese beiden Figuren geleitet und lässt sie sprechen. Die Figuren versichern einander ihre Liebe und küssen sich. Das Grab steht frei zugänglich vor einem Münster. Alle Menschen dürfen es bewundern. Um das Grab wachsen 4 herrliche, immergrüne Bäume, darunter ein Wunderbaum mit magischen Eigenschaften, der auch einen noch so unglücklichen Menschen sein Leid vergessen lässt, wenn er dort steht. Blättern Sie bitte um. Eine Inschrift auf dem Grabmal erinnert an die Liebe zwischen Flore und Blanche Flor. Der König verbietet unter Androhung der Todesstrafe, dass jemand Flore die Wahrheit über das Grab sagt. Blättern Sie bitte um. Flores Ausfahrt. Als Flor an den Hof seines Vaters zurückkehrt, erzählen ihm dann auch alle, dass Blanche Flor gestorben sei. Er ist untröstlich sowie verzweifelt. Sie sehen hier seine Trauergebärde im Bild. Und er bittet seine Mutter, ihn zu Blanche Flors Grab zu führen. Beim Anblick der lebensechten Figuren verliert er 3-mal das Bewusstsein, ehe er sprechen kann. In einem langen Monolog beklagt er dann, dass nur Blanche Flor, nicht aber er gestorben sei. Deshalb zieht er seinen Griffel hervor und versucht, sich damit zu erstechen. Jetzt ist es die Königin, die ihn daran hindert und ihn darauf hinweist, dass er als Selbstmörder nach christlichen Vorstellungen nicht zu Blanche Flor in den Himmel, sondern in die Hölle käme. Der Tod ist keine Lösung. Anschließend eilt sie zum König und überzeugt ihn, dass Flore die Wahrheit über Blanche Flors Schicksal erfahren müsse, wolle man nicht riskieren, dass er sich das Leben nehme. Sie kehrt zum klagenden Flore zurück und teilt ihm die Wahrheit mit. Zum Beweis lässt sie das leere Grab öffnen.
Flore ist überglücklich und möchte Blanche-Flor wiederfinden. Er kündigt seinen Eltern seine Ausfahrt an und fragt sie, in welches Land seine Geliebte gebracht worden sei. Der König weiß darüber nichts und bereut angesichts der bevorstehenden Abreise seines Erbsohnes nun, Blanche-Flor verkauft zu haben. Vergeblich versucht er, Flore zu überzeugen, sich für eine andere, passendere Frau zu entscheiden. Schließlich sagt der resignierte König seinem Sohn eine reiche Reiseausstattung zu. Flore bittet um Pferde, allerlei Schätze und Personal. Blättern Sie bitte um. Er plant, seine Reisegesellschaft als Gruppe von Kaufleuten zu tarnen. Der König gewährt ihm all diese Wünsche und fügt auch den wundersamen Kelch dazu, der Teil des Kaufpreises für Blanche-Flor war. Von seiner Mutter, der Königin, erhält Flora einen Zauberring, der unverletzlich macht. Blättern Sie bitte um. Erste Einkehr, Lönnquist. Flore bricht schließlich mit unbekanntem Ziel auf. Mit seinen Reisegefährten beschließt er, nach Lönnquist zu reisen, wo Blanche-Flor verkauft worden ist. Dort angekommen, kehren sie zufällig in der Herberge ein, wo auch Blanche-Flor übernachtet hat, bevor sie verkauft wurde. Flore ist ganz verzweifelt und kann nichts essen. Der Wirt wendet sich an ihn und fragt ihn nach dem Grund für seinen Kummer. Er erinnere ihn an eine junge Frau, die ebenso traurig Gast in seiner Herberge gewesen sei. Sie sei mit zwei Händlern in der Herberge gewesen, die das Mädchen, es habe übrigens Blanche-Flor geheißen, auch, nach Babylon zum Amiral bringen und ihm zum Kauf anbieten wollten. Der Amiral sei ein überaus mächtiger Herrscher, erfährt Flore. 70 Königreiche seien ihm untertan. Erst als der Wirt seinen Verdacht äußert, dass Flore gar kein Händler sei, sondern adeliger Herkunft, bekennt dieser, dass er Blanche-Flor suche. Flore dankt den Wirtsleuten sehr, dass sie ihm den Weg gewiesen haben, und entlohnt sie reichlich. Blättern Sie bitte um. Zweite Einkehr, Baldack. Flore lässt ein Schiff beladen und instruiert den Kapitän. Er wolle nach Babylon reisen. Er sei Händler und wolle dort Textilien zum Kauf anbieten. Nach 14 Tagen erreichen sie die muslimische Stadt Baldak, die 20 Meilen von Babylon entfernt ist. Die Reisegesellschaft kehrt bei einem reichen Mann ein. Zufälligerweise handelt es sich bei diesem Mann um den Eigner des Schiffes, mit dem Blanche-Flor nach Babylon gebracht wurde. Eine Mahlzeit wird im Haus des Gastgebers vorbereitet, doch Flore ist so in Gedanken zu Blanche-Flor versunken, dass er das Essen nicht anrührt. Der Gastgeber, der vermutet, dass Flore kein Kaufmann sein könne, spricht ihn daraufhin an. Er erinnere ihn an eine Dame, die ebenso leiderfüllt gewesen sei. Zwei Händler hätten sie vor einem halben Jahr in Babylon veräußert. Sie gefalle dem, der sie gekauft habe, nämlich dem Amiral, besser als jedes Mädchen aus diesem Land. Flor ist überglücklich und schenkt dem Gastgeber zum Dank einen Hermelinmantel. Am nächsten Morgen reitet die Gruppe weiter nach Babylon. Am dritten Tag ihrer Reise erreichen sie einen Fluss, den sie mit einem Schiff überqueren müssen. Der Fährmann wundert sich über Flores adliges Wesen und höfisches Verhalten und berichtet, dass er ihn an ein Mädchen erinnere, das in seinem Haus übernachtet habe. Die junge Frau sei nach Babylon weitergereist, wo der Amiral sie gekauft habe. Der Fährmann empfiehlt Flore einen Freund in Babylon, dem er die Wahrheit anvertrauen könne und der ihn gut beraten werde. Als Erkennungszeichen soll er ihm einen Ring des Fährmanns geben. Es handele sich um den Zöllner an einer Brücke. Blättern Sie bitte um. Dritte Einkehr und Erreichung des Ziels, Babylon. Am folgenden Mittag erreicht die Reisegruppe die besagte Brücke. Der Zöllner erklärt sich bereit, sie zu beherbergen und zu unterstützen. Flores in seiner neuen Unterkunft direkt neben dem Frauenturm des Amirals liegt unendlich traurig. Sie sehen hier ins Bild gesetzt, wie Blanche-Flor aus dem Turm herausguckt, auf Flore
und dem Zöllner, der Flore erklärt, dass seine Geliebte in diesem Turm eingekerkert sei. Sie sehen den hinweisenden Finger, der auch auf eine Redegeste des muslimischen Zöllners hinweist. Sie sehen auch, der Turm ist ohne Eingang von dieser Seite. Da kann man nicht so einfach rein. In seinem Inneren entbrennt ein Wettstreit. Also nicht im Inneren des Turms, sondern in Flores Innerem entbrennt ein Wettstreit. Liebe und Klugheit streiten miteinander. Die Klugheit rät, von dem lebensgefährlichen Wagnis Blanchefleur zu befreien, ab. Die Liebe aber rät zu. Gefühl oder Verstand? Flore, Kopf, Bauch oder Kopf? Ja? Flore entscheidet sich zuletzt, der Liebe zu folgen und sogar den Tod in Kauf zu nehmen, um Blanchefleur wiederzuerlangen. Der Zöllner und seine Frau, die Flore seine adlige Herkunft ansehen, tischen eine fürstliche Abendmahlzeit auf. Flore aber ist in Gedanken bei Blanchefleur und nimmt nichts zu sich. Vor ihm steht sein Kelch mit den Troja-Motiven. Das Bild von Paris und Helena überwältigt ihn, sodass er sich entschließt, den Zöllner um Hilfe zu bitten. Der Zöllner mit Namen Darius erklärt, dass er ihn nicht für einen Kaufmann halte. Seine Frau berichtet, dass er sie an eine junge Frau namens Blanchefleur erinnere, die auch bei ihnen logiert habe und die ebenso traurig gewesen sei wie er. Also das Motiv wiederholt sich zum dritten Mal. Sie sei ihm so ähnlich, dass sie wohl seine Schwester sein müsse. Flore vergisst sich für einen Moment und ruft aus, sie sei nicht seine Schwester, sondern seine Geliebte. Er bittet Darius eindringlich um Hilfe, Blanchefleur wiederzuerlangen. Darius aber hält die Lage für aussichtslos. Er unterrichtet Flore von dem uneinnehmbaren Turm, in den Blanchefleur gesperrt wurde, von dessen Bauweise und wundersamer Ausstattung sowie von den Heiratsgewohnheiten des Amirals. Er heirate eine Frau immer nur für ein Jahr, danach lasse er sie töten und veranstalte einen Hoftag, in dessen Rahmen er durch eine Jungfräulichkeitsprobe eine neue Frau wähle. In 3 Wochen soll ein solcher Hoftag stattfinden, auf welchem Blanchefleur, zu der er in Liebe entbrannt sei, wie zuvor noch zu keiner anderen, zu seiner Frau gewählt werden solle. Ihr Schicksal sei besiegelt, Flores Vorhaben aussichtslos. Dieser ist verzweifelt und kündigt an, auf dem kommenden Hoftag gegen die Wahl Blanchefleurs zur Ehefrau zu protestieren. Es kümmere ihn nicht, wenn er deswegen sterben müsse. Blättern Sie bitte um. Das Schachspiel mit dem Turmwächter. Als Darius sieht, wie entschlossen Flore ist, entwickelt er einen Plan. Flore solle sich in seine prächtigsten Kleider dem Torwächter nähern, der vor dem Turm sitzt. Sein Vorwand solle sein, dass er den Turm näher besehen möchte, um in seiner Heimat einen ebensolchen bauen zu lassen. Daran werde der Wächter erkennen, dass Flore reich und mächtig sei und sein Interesse werde geweckt. Anschließend solle Flore vorschlagen, um Gold Schach zu spielen. Blättern Sie bitte um. Er solle den Wächter während des Spiels durch den wundersamen Ring an seinem Finger ablenken. Sie sehen das hier links ins Bild gesetzt. Flore zeigt seinen Ring sehr deutlich an seiner rechten Hand. Er soll ihn also ablenken mit diesem Ring und auf diese Weise stets gewinnen, bis der Wächter all seinen Besitz verspielt habe. Daraufhin solle Flore ihm nicht nur das verspielte Gold zurückschenken, sondern ihm auch eigenen Besitz überlassen. Wenn der Wächter ihn dann bitte, am nächsten Morgen wiederzukommen, solle er zustimmen und erklären, dass er noch mehr Gold besitze, und zwar so viel, dass er das gar nicht verbrauchen könne. Der Wächter werde die Gelegenheit wittern, ihm regelmäßig große Summen im Schachspiel abnehmen zu können. Das solle mehrere Tage so gehen, also man füttert den Wächter an, gell? Stets solle Flore mit Hilfe des Rings gewinnen und dem Wächter anschließend das gesamte Gold überlassen, bis die Gier des Wächters so angestachelt sei, dass man sie kaum noch befriedigen könne. Dann solle Flore ihm seinen kostbaren Kelch
sehen lassen und weiterspielen. Auch das sehen Sie hier rechts ins Bild gesetzt, ja, der wundersame Kelch mit den Bildern von Helena, Paris und dem Trojanischen Krieg. Der Wächter werde versuchen, ihm den Kelch mit Gold abzukaufen. Flore solle ihn dem Wächter schenken und auch alles andere, was dieser begehre. Daraufhin werde der Wächter so von Glück überwältigt sein, dass er Flore zu Füßen falle und ihm zu Diensten sei. Schließlich solle Flore ihm seine Situation schildern und seine Hilfe einfordern. Selbst wenn der Wächter sie ihm schändlicherweise verweigern sollte, bestehe kein Risiko, da er es niemals wagen werde, Flore anzuzeigen. Ja, der muss ja dann Angst haben, dass er der Bestechung bezichtigt werden könne. Am nächsten Tag geschieht alles so, wie es Darius geplant hat. Nachdem der Wächter dann nach einigen Tagen geschworen hat, Flore zu dienen und Flore ihm dann den wahren Grund seiner Reise offenbart, ist er entsetzt, sagt aber seine Hilfe zu. Er erbittet sich eine Frist von 3 Tagen, innerhalb derer er einen Plan entwerfen werde, wie Flore zu Blanchefleur gelangen könne. Flore solle sich in der Zwischenzeit rote Kleidung anfertigen lassen und so geschieht es. Flore kann den Ablauf der 3 Tage kaum erwarten. Blättern Sie bitte um. Im Turm des Amirals. Der Plan des Turmwächters wird umgesetzt. Er lässt Flore in einem von 80 Rosenkörben, in einen von 80 Rosenkörben versteckt, als Geschenk für die Frauen in den Haremsturm tragen. 2 Diener sind angewiesen, den Korb mit Flore in Blancheflors Kemenate zu bringen. Die Diener aber tragen ihn irrtümlich in die Kemenate einer anderen Frau. Als diese sich über die Rosen beugt, springt Flore aus dem Korb und ist entsetzt, nicht Blancheflor gegenüberzustehen. Sofort klettert er wieder in den Korb und versteckt sich unter den Blumen. Die Frau aber ist glücklicherweise so beherrscht, dass sie nicht aufschreit, als sie den ihr fremden Mann sieht. Es handelt sich nämlich um Clares, Blancheflors Freundin, die ihre Geschichte kennt und errät, wer der Jüngling im Korb ist. Ja, diese Freundin hat sie im Laufe ihrer Zeit im Turm kennengelernt. Sofort eilt Clares zu Blancheflor, die verzweifelt ist, weil sie erfahren hat, dass sie in Kürze die Frau des Amirals werden soll. Sie kündigt an, sich eher selbst zu töten, als dessen Frau zu werden. Clares jedoch bittet sie eindringlich darum, sie in ihre Kemenate zu begleiten und die Blumen zu besehen, insbesondere eine bestimmte Blume, die sie zu trösten vermag. In Clares Kemenate springt Flora ein zweites Mal aus dem Korb und die Liebenden sind glücklich vereint. Auf Clares Frage, ob ihr die Blume denn gefalle, dankt Blancheflor ihr vielmals und bekundet ihr Glück. Clares verspricht, das Geheimnis zu wahren. Flore und Blancheflor ziehen sich in das prächtige Bett in Blancheflors Kemenate zurück. Ihre Liebe aber bleibt keusch. Vorehelicher Sex ist tabu. Clares sorgt dafür, dass das 2-tägige Beisammensein der Liebenden unentdeckt bleibt. Ab eines Morgens, als Clares und Blancheflor zum Amiral gerufen werden, sie müssen ihn jeden Morgen am Bett bedienen, dem Amiral, ja, also Handreichungen machen, Essen bringen und so weiter, bittet Blancheflor ihre Freundin vorauszugehen und schläft dann versehentlich in Flores Armen ein. Danach befragt, wo Blancheflor denn bleibe, entschuldigt Clares sie damit, dass sie noch ein Gebet für ein langes Leben des Amirals beenden müsse. Nur der Amiral gibt sich damit zufrieden. Am nächsten Morgen schickt Blancheflor erneut Clares voraus, sie möge auf dem Weg zum Bett des Amirals Wasser holen, sie, Blancheflor, werde sich unterdessen anziehen und nachfolgen. Doch sie trifft zum zweiten Mal nicht beim Amiral ein. Der schickt jetzt einen Diener aus, um sie suchen zu lassen, und dieser Diener findet Flore und Blancheflor eng umschlungen auf dem Bett. Wange an Wange, Mund an Mund schlafen sie. Ohne sie zu wecken, eilt der Diener zum Amiral zurück. Dieser kehrt mit seinem Schwert bewaffnet sich zur Kemenate.
Unter Stößen und Schlägen lässt er die beiden wecken. Das verängstigte Paar wird gefesselt und in den Palas des Turms geführt, also den großen Wohnraum des Turms. Der Amiral bestimmt Flore und zieht sein Schwert gegen ihn, um ihn auf der Stelle zu erschlagen. Flore aber protestiert, er habe ein Recht auf eine Verhandlung. Blättern Sie bitte um. Da sehen Sie das Ganze nochmal in Bildern dargestellt, wie der Rosenkorb in den Turm getragen wird und wie man die beiden in flagranti im Bett erwischt. Morgen beginne der Hoftag. In diesem Rahmen solle der Amiral, so fordert es Florin, anklagen und er werde sich verteidigen. Widerstrebend willigt der babylonische Herrscher ein. Flore und Blancheflor sind verzweifelt, aber halten unverrückbar an ihre Liebe fest. Blättern Sie bitte um. Vor dem Gericht. Am nächsten Morgen treffen die Fürsten zum Hoftag ein. Auch alle Einwohner Babylons versammeln sich im Baumgarten ihres Herrschers. Das gefangene Paar blickt durch die gemeinsame Liebe dem drohenden Tod gefasst entgegen. Vor einem aufmerksamen Publikum erhebt der zornige Amiral seine Anklage. Er habe sich eine schöne junge Frau gekauft, sie gut behandelt, hochgeschätzt und habe sie heiraten wollen. Das aber habe sie verwirkt, denn sie habe mit einem jungen Mann geschlafen, der ihr in dieses Land nachgezogen sei. Das müsse bestraft werden. Er bittet die Fürsten festzulegen, auf welche Weise das Paar getötet werden solle. Da ergreift ein muslimischer König das Wort und wendet ein, dass nach bewährtem Recht niemand ohne vorherige Anhörung verurteilt werden dürfe. Doch ein weiterer Fürst, Galfir von Nubia, widerspricht. Wer in flagranti ertappt werde, könne sich durch keine Verteidigung mehr entlasten und sei daher ohne Anhörung zu verurteilen. Man solle die beiden verbrennen. Der Hoftag schließt sich dieser Meinung einstimmig an. Zwei Herzöge werden geschickt, Flore und Blancheflor zu holen. Auf dem Weg zum Gerichtsplatz sind die beiden über das Schicksal des jeweils anderen verzweifelt. Flore klagt sich an. Er trage die Schuld für den bevorstehenden Tod Blancheflors. Sie sei ja unschuldig, da sie nichts davon gewusst habe, dass er ihr bis in den Turm nachgereist sei. Er möchte ihr den Zauberring geben, den er von seiner Mutter zum Abschied erhalten hat, denn dieser Ring macht ja seinen Träger unverletzbar. Blancheflor aber wehrt ab. Wenn Flore sterbe, wolle sie nicht weiterleben. Sie trage die Schuld am Tod beider, denn wäre sie nicht gewesen, wäre Flore nie nach Babylon gereist. Er soll den Ring behalten und sie für beide sterben lassen. Ein Streit darum, wer den Ring erhalten und weiterleben solle, entbrennt. Schließlich wirft Blancheflor den Ring zornig vor Flores Füße. Einer der Herzöge, der die beiden begleitet, hat die Auseinandersetzung mit angehört und hebt den Zauberring auf. Flore und Blancheflor werden auf den Gerichtsplatz geführt. Ihre unermessliche Schönheit lässt ihre adlige Herkunft aufscheinen und bewirkt, dass ihnen alle Anwesenden zugeneigt sind. Sie sind 15 Jahre alt. Die Teilnehmer des Hoftags bereuen ihren Ratschlag, beide töten zu lassen, wagen aber nicht, ihn zu revidieren. Viele Zuschauer weinen. Nur das Herz des Amirals ist vor Zorn verhärtet. Er lässt den beiden ihr Todesurteil verkünden. Ein Scheiterhaufen wird vor der Stadt vorbereitet. Da wendet sich der Herzog, der Flores Ring aufgehoben hat, an den Amiral. Sein Zorn sei falsch und unmäßig. Die Liebe und Verbundenheit der Kinder seien groß. Er weist den Ring vor und erläutert, dass dieser magische Kräfte besitze und seinen Träger unverletzlich mache. Flora habe ihm Blancheflor geben wollen, aber sie habe ohne ihn nicht leben wollen und den Ring deshalb auf den Boden geworfen. Eine so große Liebe, in der sich der eine für den anderen aufopfere und ein solch kostbares Artefakt ignoriere, könne nicht unrechtmäßig sein. Der zornige Amiral lässt sich sein Schwert geben und möchte Blancheflor nun auf der Stelle töten. Widerstandslos bietet Blancheflor sich dar, doch Flore zieht sie zurück und ruft aus, dass er an ihrer Stelle sterben möchte.
Nun zieht Blancheflor ihn zurück, was er wiederum nicht hinnehmen will. Wiederum streiten sich beide, wer sterben darf, um das Überleben des anderen zu sichern. Dieser Streit der beiden ruft unter den weinenden Zuschauern Mitleid und Erbarmen hervor. Aufgrund der Zurufe seiner Untertanen wird endlich auch das verhärtete Herz des Amirals weich. Er besinnt sich darauf, wie sehr er Blancheflor zuvor geliebt hat. Auch beeindrucken ihn die Treue und Beständigkeit der beiden. Die anwesenden Fürsten fallen auf die Knie nieder und bitten den Amiral darum, das Leben der Liebenden zu verschonen. Dieser spricht Flor und Blancheflor unter der Bedingung frei, dass sie ihre Helfer in Babylon verraten. Das aber lehnen sie ab. Flore erwidert, er wolle eher zweimal sterben, als dass er die verriete, die ihm treu zur Seite standen. Als der Amiral das ablehnt, schaltet sich ein mächtiger Bischof ein und unterstützt Flore. Es würde dem Amiral noch größeren Ruhm eintragen, jemandem zu verzeihen, der nicht in seiner Gewalt sei, als denen, die hier vor ihm stünden. Er fordert die Anwesenden auf, den Amiral zu bitten, Flore und Blancheflor unter keiner Bedingung zu trennen, sondern aus freien Stücken. Auf diese Bitten hin lenkt der Amiral schließlich ein. Beeindruckt von der Liebe und Treue zwischen Flore und Blancheflor, bitten die Teilnehmer des Hoftags Flore, ihre gemeinsame Geschichte einmal ganz zu erzählen. Flore erzählt dann die Liebesgeschichte von Anfang an, was den Zuhörern und dem Amiral außerordentlich gefällt. Er bereut, dass er sich den Liebenden gegenüber so unerbittlich gezeigt hat. Flore wirft sich vor ihm auf die Knie und bittet um die Hand Blancheflors, die ja immer noch das reguläre Eigentum des Amirals ist. Blättern Sie bitte um. Der Amiral lässt die beiden vor sich treten, küsst sie, gibt sie einander zur Ehe und bittet sie um Verzeihung für das Leid, das er ihnen angeteilt habe. Das er ihnen angetan habe, sie vergeben ihm. Blättern Sie bitte um. Sie sehen hier nochmal den Scheiterhaufen, ja, und auf der anderen Seite der Amiral, der das Schwert gezogen hat und Blancheflor damit erschlagen möchte. Sie sehen das Liebespaar, das vor ihm kniet, und jetzt wird es schon bezeichnet für den Schluss des Textes. Sie haben ihre Hände in Betstellung hier gefaltet. Nun, nachdem aber der Amiral Flore und Blancheflor verheiratet hat und sie ihm seine grausigen Taten vergeben haben, erhebt er Flore in einer Schwertleite zum Ritter und stattet ihn mit kostbarer Kleidung aus. In Babylon beginnt ein großes Fest. Nach seinen üblichen Ritualen nimmt der Amiral nun Clares anstelle von Blancheflor zur Frau und lässt sie krönen. Blättern Sie bitte um. Heimfahrt. Am folgenden Morgen treffen Boten aus Spanien ein. Flores Vater sei vor einem halben Jahr gestorben. Das Land sei ohne Herrscher. Flore solle eilig zurückkehren. Er klagt mit Blancheflor gemeinsam über den Tod des Vaters. Der Amiral und seine Fürsten wollen ihn überreden, in Babylon zu bleiben und bieten ihm ein Land, Leute und erheblichen Reichtum an. Doch Flore zieht es nach Hause. Der Amiral stattet ihn mit großen Reichtümern aus. Blancheflor verabschiedet sich voller Schmerz von Clares. Unter den Tränen und guten Wünschen der Anwesenden bricht die Reisegesellschaft auf. In Spanien angekommen, wird Flore jubelnd von den Einwohnern empfangen. Auf einem sechswöchigen Hoftag, bei dem alle seine Untertanen erscheinen müssen, findet eine Massentaufe statt. Flore, der erfahren hat, dass es die wahre Gottesliebe ist, die treue Menschen vor falscher Liebe bewahrt, lässt sich als erster taufen. Es folgen Krönung und Hochzeit des neuen Herrscherpaars, das sich erst jetzt auch sexuell vereinigt. Ausblick und Schluss. Flore und Blancheflor führen ein glückliches und langes Leben. Im Alter von 35 Jahren bekommen sie eine Tochter, Berchte, die Mutter Karls des Großen wird.
Ein besserer König als Karl sei nie geboren worden. Bis zu seinem Tod habe er sein Reich ohne Tadel regiert und ihm großes Ansehen verschafft. Das zeige, dass Gott durch eine so treue Liebe großes Glück habe schaffen wollen. Die Quelle Konrad Flecks berichte, dass Flore und Blanchefleur 100 Jahre alt wurden und am gleichen Tag zur selben Zeit gestorben seien. Gemeinsam seien sie begraben worden, so seien ihre Seelen in das himmlische Reich aufgestiegen. Falsche Liebende gelangen nie dorthin. Blättern Sie bitte um, hier sehen Sie die Königskrönung Flores ins Bild gesetzt. Denen, so der Autor, die wahrhaft lieben würden, sei die Geschichte der zwei Kinder vor Augen gestellt, damit sie noch treuer liebten, um den höchsten Lohn auf Erden zu erlangen, nämlich ins Himmelreich zu kommen. Auch nach ihrem Tod würden sie nämlich von der Liebe profitieren, denn wer sich zur Liebe bekennt, der handle gut und richtig. Ein schönes Ende. Es müsse Gottes Wille sein, wenn jemand von der Liebe so profitiere. Konrad Fleck beteuert, dass er nach bestem Wissen die Wahrheit berichtet habe. Er habe die Geschichte von einem französischen Meister übernommen und sie unverändert nachgedichtet. Gerne wollte er seinen Namen nennen, doch verschweigt er ihn lieber, wir haben das ja vorhin gelesen, damit man ihn nicht bezichtige, es nur aus Ruhmsucht zu tun. Ja, soweit die Geschichte von Flore und Blanchefleur. Was sind jetzt aber, blättern Sie bitte rum, die Kennzeichen dieses Erzählens? Meines Erachtens und in erster Linie die christliche Überformung der Liebe. Ja, ich möchte Ihnen also in der heutigen und in der nächsten Sitzung Spezifika des Romans aufzeigen, die seine Position innerhalb der Gattung des Liebes- und Abenteuerromans verdeutlichen. In einem ersten Schritt möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie sich der Roman Konrad Flecks stilistisch und programmatisch vom Tristan-Roman Gottfrieds unterscheidet. Dabei halte ich mich im Folgenden an zwei Forschungsbeiträgen. Zum einen, Sie sehen es hier, Silvia Reubekamp, So kehre doch Herz und Vernunft auf edle Dön und edle Wort, Überlegungen zum Verhältnis von Liebes-, Kunst- und Sprachreflexionen im mittelhochdeutschen Liebes- und Abenteuerroman von 2014. Und der zweite wissenschaftliche Forschungsbeitrag aus Kiel, nämlich von meiner Mitarbeiterin Margit Dahm, Die falschen Minner Niermann Lahrt kommen, da sie kamen. Minne zwischen christlicher Fügung und künstlerischer Verhandlung in Konrad Flecks Flore und Blanchefleur von 2016. Blättern Sie bitte um. Die Liebesdarstellung im Flore-Roman Konrad Flecks weist erst einmal viele Gemeinsamkeiten mit der Tristan-Liebe auf. Zum Beispiel erstens die Bejahung des Leidens in der Liebe und der ethische Wertanspruch der Liebenden. Flore und Blanchefleur sind vor allem durch ihre herausragende und wechselseitige Treue als das zentrale ethische Moment jedweder Liebeskonzeption gekennzeichnet. Ihre makellose Treue erweicht sogar, wir haben es ja gehört, den zur Liebe unfähigen Amiral. So heißt es, wann ihn die Trüve überwand, die er sach echt an den Beiden, so stät und ungeschäden, dass sie den Tod nicht entsaßen. Denn die Treue, die der Amiral an ihnen beiden so vollkommen und wechselseitig wahrnehmen konnte, überwand ihn, so dass sie den Tod nicht erleiden mussten. Flore und Blanchefleur zeichnen sich durch ihre unbeirrbare Beständigkeit aus. Entsprechend sagt Flore, unser zweier Minne ist Städte, unser beider Liebe ist von Dauer. Beide Kinder halten auch dann an ihrer Liebe fest, als sie davon ausgehen müssen, dass der jeweils andere tot oder unwiederbringlich für sie verloren ist. Da heißt es, sehend wie Städter trüven Pflack und auch die Christäne. Jedoch ist Trüve Seltsäne, die man nach frühendes Tode hat. Er kennt, wie außerordentlich treu er war und auch die Christin. Zudem ist Treue selten, die auch nach dem Tod des Geliebten noch hält. Den Kindern ist auch vollkommene Selbstlosigkeit eigen.
die ihren Höhepunkt in der Gerichtsszene findet, diese Selbstlosigkeit, wenn beide wechselseitig füreinander sterben wollen und jeweils auf den Gebrauch des rettenden Wunderrings verzichten, weil keiner ohne den anderen leben will. Ja, wir haben ganz ähnliche Motive bei Tristan und Isolde, nämlich wenn es um den Wunderhund Petit Cru geht, der das Leid vollständig von ihnen nehmen kann, von einem von beiden nehmen kann. Und beide wollen es dem anderen gönnen, dass er nicht leiden muss an der Liebe. Also ganz ähnliche Motive. Ne? Ja. Dabei sind Treue und Selbstlosigkeit bei Floro und Blancheflor als allgemeine, die Figuren kennzeichnende ethische Normen gestaltet, die sich nicht nur auf die Liebenden selbst, sondern auch auf ihre Helfer erstrecken. So will Flore lieber erschlagen werden, als seine babylonischen Unterstützer zu verraten. Damit erfüllt die dargestellte Protagonistenliebe auch die Vorstellung von Liebe als Quelle einer einwandfreien moralisch-ethischen Haltung. Ja, das haben wir im Prolog gesehen, dass die Liebe zur Tugendhaftigkeit führt. Genau das ist auch Aussage des Tristan-Prologs Gottfrieds von Straßburg. Wir gucken uns den Prolog hier vielleicht von Flore und Blancheflor nochmal ein, weil dort wird die Verwobenheit von gottgefälliger Liebe und Tugendhaftigkeit deutlich ausgestellt. Blättern Sie bitte einmal um. Da haben Sie das Zitat aus dem Prolog des Flore-Romans. Wann zwes Herze uf Minnes tat, der in Will noch getade heiner Bosheit nemmen war, und es tat sin Flies dazu, wie er zu Gurte filge tur. Mich entrierge min Wahn, das ist nicht wieder Gott getan, der so woll minnen künde. Wer in seinem Herzen die Liebe trägt, der will und kann nichts Boshaftes tun, sondern wird sich bemühen, viel Gutes zu tun. Wenn ich nicht falsch liege, so handelt der im Sinne Gottes, der so voll Liebe ist. Blättern Sie bitte um. Was sind noch Gemeinsamkeiten mit der Tristan-Liebe? Das handle ich jetzt einmal etwas kürzer ab. Naja, ihre Asozialität, die sich aus ihrem Widerspruch zu den gesellschaftlichen Erwartungen speist. Ja, einerseits der Eltern, ja, der muslimischen Gesellschaft, natürlich von Flore erwarten, dass er eine muslimische Prinzessin heiratet, aber auch Asozialität in der babylonischen Welt des Amirals, in der sie, Blancheflor, ja rechtmäßiges Eigentum des Amirals ist und ihn nach den Vorstellungen dieser Gesellschaft zu heiraten habe. Und das kennen wir ja alles auch, diese Asozialität aus dem Tristan Gottfrieds von Straßburg und schließlich ihre Unbedingtheit und Unauflöslichkeit. Ja? Und man könnte jetzt noch weitere Kennzeichen hier anfügen. Es gibt ganz viele Gemeinsamkeiten. Mich interessiert aber mehr, worin sich die Liebesdarstellung unterscheidet. Und zwar in einem Punkt erstmal ganz radikal weicht die Liebesdarstellung im Flore-Roman von Liebeskonzept Gottfrieds ab, nämlich in ihrem Verhältnis von Liebe und Kunst. Ich habe Ihnen ja bereits in der zweiten Sitzung dieser Vorlesung gezeigt, dass sich Gottfrieds Tristan durch eine fast schon überbordende rhetorische Bearbeitung des Stoffes auszeichnet. Figuren wie das Oxymoron, ich hoffe, Sie erinnern sich noch, bilden eine paradoxe Minnesch ab, die sich durch die Gleichzeitigkeit sich eigentlich gegenseitig ausschließender Gefühlsregungen kennzeichnet. Ja? Und in der chiastischen Verschränkung solcher Gegensätze wird die Untrennbarkeit der Liebenden, aber auch die unausweichliche Verknüpfung von Liebe, Leid, Glück und Tod verdeutlicht. Na, hier eben ein ganz prägnantes Beispiel für diese einerseits paradoxen Konstruktionen und andererseits eben für die Untrennbarkeit der Liebenden, die rhetorisch abgebildet wird. Ich lese, ihr süße Sur, ihr liebes Leid, ihr Herzelieb, ihr sennende Not, ihr liebes Leben, ihr Leiden Tod, ihr lieben Tod, ihr leides Leben. Sie sehen eben, hier ist ein Chiasmus, also eine Überkreuzstellung von Satzgliedern. Ihr süße, gucken Sie vielleicht im dritten und vierten Vers, da wird es deutlicher. Ihr liebes Leben heißt es im dritten Vers, im vierten Vers, im zweiten Glied des Satzes, ihr leides Leben,
Ihr Leiden tot, ihr Leben tot. Und ich glaube, ich übersetze nochmal, damit vielleicht auch deutlich wird, wo die Oxymora sich hier befinden. Ihre süße Säuernis, ihr Liebesleid, ihre Herzeliebe, ihre sehnsüchtige Not, ihr Liebesleben, ihr leidvoller Tod, ihr lieber Tod, ihr leidvolles Leben. Das ist Gottfried, wie er leibt und lebt. In zahlreichen Wortspielungen, Wortschöpfungen und Metaphern werden bei Gottfried nämlich neue Ausdrucksmöglichkeiten für die unbedingte Liebe geschaffen. Nicht zuletzt verleihen verschiedenste klangliche Mittel wie Alliteration, ja hier ganz deutlich zu sehen in unserem Zitat, oder Vokalgleichklänge der Sprache eine musikalische Qualität, die die Bedeutung des Geschilderten unterstreicht. Andererseits dieses aber auch in seiner besonderen literarischen Gemachtheit ausstellt. Insgesamt erscheint ja die prekäre Ehebruchsgeschichte im Tristan-Roman einer ästhetisierten Schreibweise unterworfen, die das Geschehen immer wieder als ein literarisches zu erkennen gibt. Die im Tristan erzählte Liebe, wir hatten das ja alles, entwirft sich als eine spezifisch literarische Liebe. Der Minnetrank als Ursache der Liebe wird von der irischen Königin entsprechend nicht etwa gebraut, ja, sondern betichtet, also gedichtet. Blättern Sie bitte um. In diesem inhaltlichen Detail kulminiert die den gesamten Text bestimmende Verknüpfung von Kunst- und Liebesdiskurs bei Gottfried. Wenn Sie sich zurückerinnern, ich habe Ihnen gezeigt, dass Liebe und Kunst bei Gottfried aufeinander bezogen sind. Marke als Nichtkünstler ist zugleich auch aus der Liebe ausgeschlossen. Die Minnegrotte als Allegorie der Liebe wird mit einem ähnlichen Vokabular geschildert wie die kunstvolle Dichtung Hartmanns von Aue, nach Ausweis Gottfrieds der größte aller deutschsprachigen Dichter. Auf eine vereinfachte Formel gebracht gilt für den Tristan: Liebe ist Kunst und Kunst ist Liebe. Im Gegensatz zu dieser Engführung von Kunst und Liebe bei Gottfried wird im Handlungsverlauf des Flore-Romans Konrad Flecks eine zunehmend kritische Perspektive auf eine durch Kunst und Künstlichkeit geprägte Liebeskonzeption entwickelt. Das von den Protagonisten Flore und Blancheflor vertretene ideale Liebeskonzept basiert nämlich auf einem außergewöhnlichen Fundament göttlicher Fügung sowie christlicher Einfalt und verwehrt sich jeglicher kultureller Überformung. Damit stellt Konrad Fleck dezidiert sich gegen die Liebesprogrammatik des Tristan. Die Liebe der Protagonisten kennt weder einen Entstehungszeitpunkt noch eine Entwicklung, sondern erscheint als ein den Kindern von vornherein gegebener Zustand. Zur gleichen Stunde geboren und gemeinsam aufwachsend besteht ihre Bindung vom ersten Moment an. Blättern Sie bitte um. Hey, wie froh die Jünglinge, ungeschäden aller Dinge, Frühenschafte pflagen, do sie in den Wagen lag. Wie voller Freude die beiden Frischlinge, die niemals getrennt wurden, sich freundschaftlich zugetan waren, als sie noch in den Wiegen lagen. Ja, die beiden erscheinen also von der frühesten Kindheit an als Liebende. Ihr Gebärde des verjacht, dass sie einander minneten und sich nicht versinneten, was Minne wäre und ihr gebot. Ihre Körperzeichen verrieten, dass sie einander liebten, auch wenn sie noch nicht wussten, was Liebe und ihre Regeln bedeuteten. Die Kinder beherrschen also von vornherein die Blick- und Gebärdensprache der Liebe. So wachsen sie in einem Liebeszustand heran, der eine vollkommene Aufeinanderbezogenheit darstellt und sich durch die Notwendigkeit auch körperlicher Nähe artikuliert. Blättern Sie bitte um. Auch was ihr Herz und ihr Sinn truerig, zwann es so geschach, dass eins des andern nicht entsach und sie einander gesahen. Damit sie verjahen, großer Liebe dicke. Der Augen alle Blicke waren des Urkünde und ihr wollrennende Münde, zwann sie sich unterkusten, also harrte unter ihr Brusten Minne ihr Stadt besessen.
Die Traurigkeit beherrschte beide vollständig, wenn es geschah, dass sie einander nicht sehen konnten, bis sie dann wieder zusammen waren. So zeigten sie oftmals, wie sehr sie sich liebten. Die Blicke, die sie sich zuwarfen, bezeugten das genauso wie ihre schöne Worte sprechenden Münder, wenn sie Küsse austauschten. In dieser Weise war die Liebe in ihre Herzen eingefallen. Für die Liebe gibt es keine kulturell vermittelte, konventionalisierte Ausdrucksform. Für sie gibt es keinen Beginn hier durch den Minnetrank, wie im Gottfrieds Tristan. Nein, sie erscheint im Flororoman als natürlicher, unmittelbarer Ausdruck ihrer selbst. Blättern Sie bitte um. Konsequenterweise bedingt diese außerordentliche Liebe eine besondere äußere Sichtbarkeit. Beiden Protagonisten sieht man in der Handlung ihre Liebesverbundenheit immer wieder problemlos an. Führt dies zunächst zur Entdeckung und damit zur gewaltsamen Trennung der Kinder, hat also einen negativen Effekt, erweist sich die Wahrnehmbarkeit der Liebe bei Flores Suche nach Blanche Flor dann als ausgesprochen nützlich, als ein positiver Effekt. Die Sichtbarkeit ihrer Liebe ist nämlich nicht an die Präsenz des jeweils anderen gebunden, auch unabhängig voneinander werden sie von Außenstehenden als Liebende und als zusammengehörig erkannt. Die verschiedenen Figuren auf Flores Reise werden angesichts der unkontrollierbaren Heftigkeit seines Liebesleids unweigerlich an Blanche Flor erinnert, die ihnen zuvor begegnete und durch ähnliche Zeichen der Liebe auffiel. Um die Liebe der Protagonisten zu erkennen, braucht es keine Suche nach Indizien, wie sie König Marke in Tristan betreibt. Diese Liebe hier kann nicht verheimlicht werden, muss nicht verheimlicht werden, weil sie göttlichen Ursprungs ist. Diese Liebe bestimmt auch die äußerlich wahrnehmbare Existenz der Protagonisten. Die Ursprünglichkeit und Intensität der Liebesbindung von Flore und Blanche Flor stellt sich jedoch weniger als anthropologische Gegebenheit oder menschlicher Urzustand dar, ja, der Mensch ist zur Liebe geboren, sondern vielmehr als ein durch göttliche Fügung determiniertes Schicksal. Das Zusammentreffen des heidnischen Königssohns und der Tochter einer versklavten christlichen Adligen bekommt durch die vollkommene Parallelität der Geburt der Kinder, die konsequent mit dem synchronen Tod im Alter von genau 100 Jahren ihren Fortgang nimmt, den Status von religiöser Vorherbestimmung. Dabei werden die Liebenden in ihrer Keuschheit herausgestellt, immer wieder. Ihre Liebeshandlungen beschränken sich nur auf Küsse und inniges Kuscheln. Dass dies nicht ausschließlich in der Kindlichkeit der Protagonisten begründet ist, zeigt der ausführliche Erzählerkommentar, als sich Flore und Blanche Flor, immerhin 15-jährig, im Turm des Amirals näher kommen. Darin macht Konrad Fleck deutlich, dass vollkommenes Liebesglück keinen Sex braucht. Ein selig Wieb, so der Autor, verzichte lieber auf so getanen Pries. Also eine vom Glück auserwählte Frau verzichtet besser auf eine solche Tat. Blanche Flors Jungfräulichkeit wird mehrfach hervorgehoben und erst nach der christlichen Eheschließung wird dem Paar der Beischlaf zugestanden, wobei dieser ganz anders als in anderen höfischen Romanen eine denkbar knappe Darstellung erfährt, die jeglicher Begierde und sinnlicher Freude entbehrt. Flore, heißt es, nahm sie doze Wiebe, wann er sie mit sim Liebe davor nie beruhrte, uns er sie heimgefuhrte, in die wies ihr wissend woll, also man bewieben soll. Flore nahm sie zur Frau, denn er hatte sich ihr, bis er sie ins Brautgemach führte, noch nicht in der Weise körperlich genähert, ihr kennt das wohl, wie man es bei Frauen soll. Blättern Sie bitte um. In der idealen Minneverbindung von Flore und Blanche Flor erscheint körperliche Liebe nicht als geschlechtliche Lust, sondern als genealogisch und heilsgeschichtlich legitimierte Voraussetzung der durch Christus gefügten Geburt der Tochter Berchte. Also, bei der Liebesverbindung geht es weniger um sexuelle Lust, das hatten wir gesehen, prägt schon den Tristan-Roman Gottfrieds stark. Hier geht es darum, dass Berchte geboren wird. Genealogie, also Nachkommenschaft gezeugt wird, aus der heraus eine besondere Figur
eine geschichtlich, eine heilsgeschichtlich besondere Figur erwachsen kann, nämlich Karl der Große. Die Geburt Berchtes ist von Gott gewollt, denn Berchte wird ja ihrerseits durch Gottes Fügung Karl den Großen gebären, der das Heilige Römische Reich erneuert, wie es der Prolog ankündigt. Sie sehen es hier. Gott durch die Gnade sine, lir Karlen werden geboren, den er dazu hart erkoren, dass er gewaltig lieche, berichte römisch rieche. Durch seine Gnade ließ Gott Karl auf die Welt kommen, den er dazu auserwählt hatte, mit großer Macht das römische Reich in die rechte Lage zu bringen. Blättern Sie bitte um. Die Analogien zur heiligen Jungfrau Maria, die durch die mehrfache Bezeichnung auch Berchtes als Maget, also als Jungfrau, und die unmittelbare göttliche Fügung der Geburt sowohl Berchtes als auch Karls eingespielt werden, gestalten geradezu eine Sakralisierung der Liebesverbindung, also eine Heiligung der Liebesverbindung. Aber anders wieder als in Gottfrieds Roman, wo wir gesehen haben, da findet auch eine Sakralisierung statt, nämlich der sexuellen Liebe, ja, der unbedingten Liebe. Hier ist wirklich die Liebe als Auftrag Gottes im Flore-Roman zu verstehen. Flore und Blanche-Flor werden von vornherein als herausragendes und durch christliche Fügung verbundenes Liebespaar vorgestellt, denn ihre Liebe ist Ausgangspunkt des Beginns des christlichen Weltreiches. Die heidnische Herkunft Flores stellt dabei keinen Widerspruch zu dieser christlichen Konzeption dar, denn Flores Taufe wird nicht nur bereits im Prolog angekündigt, er erweist sich auch von Anfang an als eine im Grunde christliche Figur. Immer wieder artikuliert er einen außerordentlichen Gottbezug und ein grenzenloses Gottvertrauen. Flore als die Figur, in der wahre Minne und Tugendhaftigkeit von Anbeginn angelegt sind, verkörpert konsequenterweise auch von vornherein eine vollkommene christliche Gesinnung. Entsprechend vollkommen gestaltet sich dann auch die christliche Herrschaft, die Flora am Ende des Romans mit Blanche-Flor errichtet. Diese ist in ihrer überdeutlich herausgestellten Idealität nicht nur Gegenbild zur prinzipienlosen Herrschaft König Marques im Tristan-Roman, sie erfährt auch besondere Auszeichnungen, in denen sie zur Bekehrung tausender Heiden führt. Die besondere göttliche Dominier oder der besonderen göttlichen Determiniertheit der Liebe entspricht auch die offensichtliche Vorherbestimmtheit des Lebenswegs der Protagonisten. Die Suche Flores erweist sich bei näherer Betrachtung ja nicht als Abenteuerfahrt. Wir können ja gar nicht richtig von einem Abenteuerroman sprechen, denn Flores ist auf seiner Reise weder besonderen Gefahren ausgesetzt, noch muss er größere Schwierigkeiten meistern. Immer wieder wird er, der gar nicht weiß, wohin Blanche Flor gebracht wurde, von anderen in die richtige Richtung gewiesen. Seine Gastgeber, durch seine deutlich sichtbare Liebe an Blanche Flor erinnert, weisen ihm ja immer wieder unaufgefordert den Weg zur nächsten Station und zum nächsten Helfer, sodass Flores ganzer Weg merkwürdig leicht und gefahrlos erscheint. Der äußere Ausdruck von Blanchefors Liebe hat auf der Reise die Spur gelegt, der Flore problemlos folgen kann, und diese ist so bestechend in ihrer Wirkung, dass sie die Menschen gewogen und hilfsbereit macht. Flore muss sich auf dieser Fahrt gar nicht bewähren. Er muss sich weder durch seine besondere Treue noch als herausragender Kämpfer auszeichnen. Flores Bewährung besteht nicht in Proben, sondern in der Erfüllung seines Liebesschicksals, das ihm in die Wiege gelegt wurde. Und so wird der entscheidende Showdown am Hof des Amirals, als die zum Tode verurteilten Kinder seinem Tribunal vorgeführt werden, nicht durch einen Kampf entschieden, sondern durch die Manifestation des vorherbestimmten Liebesschicksals. Es ist die Heiligung der vollkommenen Liebe, die den Zorn des Amirals, der zuvor zur Güte unfähig war, förmlich zerschmelzen lässt, bis ihm das Schwert aus der Hand fällt und er zur Gnade bereit ist. All you need is love. Blättern Sie bitte um. Zentrale Eigenschaft der stringenten Liebeskonzeption Konrad Flecks ist ihre fundamentale Einfalt, die in Opposition zu künstlerischer
Artifizialität und List aufgebaut ist, wie wir es aus dem Gottfriedschen Roman kennen. Als die Liebe der Kinder am spanischen Hof entdeckt wird, heißt es zum Beispiel: Sie Kunden von Tumpeite, der Minnen nicht widerstan, der Mursen, sie wessen untertan, wann sie was ihr gewaltig, sie waren leider einfaltig, Sinne bloß, Witze bar. Sie konnten wegen ihrer Einfältigkeit der Liebe nicht entgehen, sie mussten sich hier unterwerfen, denn sie hatte große Macht über sie, sie waren leider einfältig und ohne Verstand. Die törichten Kinder verfügen nicht über Klugheit als erlernte reflexive Fähigkeit. Blättern Sie bitte um. Allerdings ruft die Liebe in ihnen eine Weisheit hervor, die nicht erlernt und erworben werden kann. So gewaltig war es der Minnengott, dass ihr Kind machte Wies, die Jungen alt, die Tumpen Gries, die zwei, die wurden beide zeit. So machtvoll war der Gott der Liebe, dass er Kinder weise machte, die Jungen alt, die Einfältigen grau, den beiden erging es genauso. Dass Einfältigkeit mit den Attributen Vollkommenheit, Reinheit und Aufrichtigkeit und schließlich auch Weisheit nicht nur als positive, sondern auch als eine unbedingt christliche Eigenschaft zu verstehen ist, wird bereits im Prolog deutlich, wenn die Einfalt als innere Voraussetzung der Tugend benannt wird. Da heißt es: Tugend minnet Mannigmann, von Herzen einfaltig lieche, durch Gott von Himmel rieche. Viele Menschen lieben die Tugend einfältig aus dem Herzen um Gott willen. Blättern Sie bitte um. Der Prolog distanziert sich auch von erlerntem Wissen und Kunstfertigkeit. Wenn Konrad Fleck bekennt, dass er sich mit der Liebe und dem Dichten nicht auskennt, dann ist das nicht nur eine rhetorische Bescheidenheitsformel, sondern zugleich eine Auszeichnung der Autorfigur, denn gerade seine Einfältigkeit ist der besondere Ausweis seiner Fähigkeit, von der Liebe zu erzählen. Da heißt es: So tun ich als der Tumbe, der in seiner Torheit den Herren dicke wahrseit, und denn weiß es doch selbe nicht, wann es ihm ahne List geschicht. So handle ich als Autor wie der Einfältige, der in seiner Einfalt den Herren oft die Wahrheit sagt und es selbst doch gar nicht weiß, denn es widerfährt ihm ohne jedes Kalkül. Wie die Liebenden durch die Liebe weise werden in der Einfältigkeit, die sie besitzen, so Konrad auch als Autor. Gerade die Unwissenheit ermöglicht also einen bedeutenden und einen besonderen Zugang zu der Bedeutung der Worte bzw. dem wahren Wesen der Liebe. Mit diesem christlich konnotierten Bekenntnis zur Einfachheit und Einfalt wird eine fundamentale Opposition zur Kunstfertigkeit und zum Listhandeln bei Gottfried aufgeworfen. Ja! Soweit heute. Mit dieser Botschaft der Einfachheit, Demut und Bescheidenheit entlasse ich Sie in die Weihnachtsferien. Feiern Sie das Weihnachtsfest in dieser christlichen Botschaft. Passen Sie auf, bleiben Sie gesund, schützen Sie unbedingt sich und andere. Ich freue mich, wenn Sie mir auch im neuen Jahr in aller Einfalt treu bleiben und ich Ihnen weitere Ebenen des Verständnisses zu diesem großartigen Flore-Roman eröffnen kann. Vielen herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Kommen Sie gut ins neue Jahr.